Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start und ja, ich bin bei mir zu Hause, ich chille, wir haben Mittwoch, es ist wunderschönes Wetter, okay, könnte besser sein, aber die Sonne scheint, das ist schon mal wichtig, die Sonne scheint und ja, ich habe mir heute Morgen erstmal so vom Chinesen so ein Nudelgedicht, Asia to go heißt der Laden, mega gut, kann ich nur empfehlen, wer den kennt, die Ladenkette, mega gut, Nudeln sowieso beim Chinesen ist besser, mit süß-sauer Soße, besser. Und ja, wir haben wieder Vlog-Time. Heute ein paar Themen. Mal schauen. Erstes Thema natürlich Origins. Kehrt wieder zurück. Wie und wann, weiß man nicht. Man kann es aber schon bezahlen. Also es ist, die Server, die jetzt laufen, können weiter bezahlt werden. Es können auch neue Server wieder gemietet werden. So wie ich das verstanden habe, wurden jetzt ein paar Informationen rausgegeben. Und zwar, die Entwickler von Origins waren ja eine kleine Gruppe, haben sich getrennt. Die haben nämlich Lizenzbruch begangen. Einige Lizenzbrüche haben die begangen. Deswegen musste der Mod erstmal abgeschaltet werden. Aber jetzt sieht es so aus, dass der Entwickler, der Hauptentwickler oder einer von den Hauptentwicklern das jetzt weiterführen wird. Der sucht sich ein neues Team und wird das dann weitermachen. Also, sag ich mal, zurzeit gibt es noch keine Updates. Es ist jetzt ein Update gekommen, nachdem es abgesetzt wurde. Aber es sollen jetzt doch demnächst wieder einfach fortlaufen, dann wieder auch geupdatet werden. Alles finde ich cool, weil Origins macht mir auf jeden Fall mega viel Spaß. Und sonst, ja, Deutschland 4-0. Ich habe 4-0 getippt, 4-0 gewonnen. Bin ich jetzt das Orakel? Wie letztes Mal dieser Tentakel-Oktopus da. Ich tippe für Samstagspiel 3-0. 3-0 tippe ich. Wenn nicht, boah, wie lang der Finger so ist. Voll der lange Finger. Voll die komische. Ziu, ziu. Voll der Monsterfinger. Nee, aber Spaß beiseite. Ja. Sonst eine kleine Änderung am YouTube-Channel, und zwar werde ich jetzt demnächst, wann genau weiß ich nicht, werde ich League of Legends bringen. Denkt ihr euch, hä? League of Legends, wieso das? Und zwar, ich streame ja auf League of Legends und da haben Leute gesagt, mach doch mal auf YouTube was mit League of Legends. Ich finde so ganze Spiele, die so 40 Minuten lang witzig, keine anschauen, finde ich Quatsch hochzuladen. Aber ich habe mir überlegt, für die Anfänger, weil viele haben gesagt, wir möchten mit League of Legends anfangen. Wir wissen aber nicht wie, weil es zu komplex ist. Werde ich euch aus meinem eigenen Standpunkt aus, das heißt also, es ist nur auf mich bezogen, es sind keine Profi-Tipps, sondern es sind einfach nur Mucker-Tipps, ja. Ich habe es ja selber erst League of Legends, man kann sagen, vor 3 Monaten oder 4 Monaten, als ich angefangen habe, gelernt. Aber ich gebe euch das, was ich gelernt habe, euch einfach wieder sozusagen auf YouTube. Das heißt, wie man wardet, werde ich vielleicht so ein einzelnes Video mal, wie man jungelt oder so, welche einzelnen Champions spielen. Ich werde nicht nur Six spielen, ne? Aber auch Six so. Aber zurzeit habe ich eh keine Lust mehr auf Six. Ich reroll zurzeit auf Fizz, ja. Das heißt also, während ihr das Video guckt, streame ich wahrscheinlich, wie ich mit Fizz zocke. Oder der Stream ist schon vorbei. Aber ich werde jetzt mit Fizz mainen. Ja. Und seid gespannt. Wird einiges kommen. Wann genau das anfängt, weiß ich noch nicht. Also wir werden heute Abend noch TTT aufnehmen. Wird auch wieder lustig. Ich mag TTT, macht mega Bock. Können wir auch mit der Community spielen. Die bei uns auf dem TS sind. Wir zocken das öfters. Und wenn uns ein paar Leute fehlen, fragen wir mal im Teamspeak nach. Auf Perrys Teamspeak. Und ja, macht mega Bock. Zurzeit noch altes Live, bockt auch mega. Sind wir noch viel am Lernen. Ja. Sonst ist, glaube ich, alles gesagt, ne? Leute, genießt den Samstag. Mila geht's gut nebenbei. Für die, die immer fragen, Mila geht's echt gut. Nächstes Mal wieder mit Mila. Genießt den Samstag. Wir sehen uns.